Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem Koop-Part. Heute kriegt ihr doch nicht den Bericht von Jumlana oder wie die Trolle heißt. Ja, ich habe ein bisschen Offscreen gespielt, jetzt habe ich auch mal ein paar Level gemacht, neue Monsties geholt und es gibt noch drei Koop-Questen vor dem Finale. Darauf freuen wir beide uns schon. Oh, ein Astalos. Interessant. Und diesmal sind wenigstens nur drei Level Unterschied. Ich habe ja auch nur ein Level gemacht. Ich habe den Astalos ins Team geholt, damit ich irgendeinen Techniker habe. Und dem Hund habe ich irgendwie so viele Techniken gegeben, die Statuseffekte gut machen können, wegen dem Statusschläger. Mhm. Oh, hi Andronov. Ich gehe mal an dir vorbei, ne? Warum ist hier direkt ein Anjanov? Hopp! Wollte auch Hallo sagen. Also ich kann jetzt schon sagen, nachdem wir dieses Finale viel bekämpft haben, es ist mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit der Riese, der uns eh schon das halbe Spiel mobbt. Dann kommen nur noch Koop-Questen wahrscheinlich. Und dann haben wir eine sehr, sehr lange Aufnahmesession, weil wir dann direkt einfach alles am Stück aufnehmen. Oh, das willst du nicht. Wieso? Ist ein Waldrax dabei? Nicht, dass ich wüsste. Aber wenn wir alles in einem Rutsch aufnehmen, hängen wir da Minimum 10 Stunden lang drin, so gefühlt. Oh Gott, wie viele Viecher kommen denn da? Hallo Sanddariat. Ich überlege gerade. Ich kann übrigens nicht hier drin fliegen. Ich habe es schon getestet. Wäre unfair. So, einmal alles sammeln. Jetzt komme ich auch rein. Ich muss mein Team umstellen. Ich habe 4 Monster drin, die eine Donnerschwäche haben. Oh, Obi. Lobby. Ich bin ziemlich sicher, dass du ein Geschwindigkeitsnutzer bist. Ja, deswegen habe ich auch schnell auf den Astalos gewechselt. Hallo. Ja, ist ein Geschwindigkeitsnutzer. Ich tackle dich jetzt erstmal. Bam. Nicht sehr effektiv. Ich weiß, Leute, dass es nicht Pokémon ist. Du. Schwanzkeile vom Rubin. Sag mal, warum wird sich jetzt eine Geschwindigkeitsattacke einsetzen? Du hast nur eine einzige Geschwindigkeitsattacke und die willst du nutzen, statt deinen Technikangriffen. Die hier viel mehr bringen. Vor allen Dingen, das macht sogar Lähmung, du doofes Vieh. Jetzt hat Donner. Weißt du, wenn wir uns absprechen, können wir die Teile viel besser abbauen, ne? Ich bin jetzt auf den Bauch gegangen. Du auch. Das meinte ich. Wenigstens einer arbeitet mit meinem Monster zusammen. Konzert. Mein Ruby wird demnächst auch aus meinem Team rausfallen. So, ich ziehe jetzt durch mit dem wahren weiten Hieb. Gut, dann hau ich ihn mal auf den Schwanz. Weißt du was? Ich wechsle jetzt zum Hammer, du nimmst einfach den Bogen und dann brauchen wir uns nicht absprechen. So, das klingt zumindest noch geplant. Ich habe mal auf meinem Hauptspielstand mit der Gewehrlanze gearbeitet. Das ist echt fies, weil du dafür tatsächlich in die Konfrontation gehen musst. Weil das sich anders nicht lädt, oder? Ja. Keine Sorge, ich werfe eine Blitzbombe. Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, ich habe eine gigantische Waffe. Ich habe den 2-3 Mal gejagt. Ich finde es aber doof, ich kann mir irgendwie die Waffe nicht komplett machen. So, ich wollte den Hammer nehmen, ne? Und ich habe den gigantische Bogen. Ja, und ich benutze momentan den Dios-Bogen. Also ich mache mir von jedem Element immer irgendeine Waffe. Damit ich für alles was habe. Keine Sorge, ich werfe. Stimmt, du holst den runter und dann kann ich auch einfach weiter Technik angriffen. Geh bitte zuerst auf den Stachel, der ist gleich kaputt. Wüstenschlag, dazu kommst du nicht. Du blindes Vieh. Guck mal, er liest meine Gedanken, bevor ich sie ausgesprochen habe. Bitte lass mich den nur angreifen. Verdammt. Bist du langsam? Ich muss eine Blitzbombe werfen.
Ich hab ne Ausrede. Oh, Loot-Showdown zwischen dem Astalos und dem Sandbarioff. Komm, du schaffst das. Was muss ich nochmal machen? Drehen, ne? Nee, abwechseln. Komm, Astalos, häng das Spiel ab. Häng das ab, du bist viel schneller. Ich glaube an dich. Der Labarsch kann nix. Los, hol ihn runter vom Himmel. Boden. Ja, da wäre ich auch sauer. Jetzt ist er wütend. Bei den Nebenfähigkeiten vom Bogen, was nutzt du da am ehesten? Perforierausbreitung oder hier diesen schnellen Schuss? Momentan habe ich tatsächlich einen perforierenden Bogen, aber in der Regel benutze ich das, was gerade da ist. Bin da nicht wählerisch. So, jetzt müsste er eigentlich auf Kraftangriffe geben, weil bei Wüten wechseln sie immer auf das, was vorher. Ach nee, dann was negativ auf die. Scheiße. Hat keinen Aktion Fokus. Aktion wechseln. Ach, okay, ich dachte noch wechseln. Wie. Ich müsste jetzt eigentlich mit Geschwindigkeitsangriffen draufschlagen. Oder? Ich weiß es nicht. Es ist zu lange her, dass ich mich mit dem angelegt habe. Hallo? Hm. Ah, geht doch. Das Auge. Oh, da passt es jetzt erstmal aus. Ich hau dir trotzdem meine rein. Ich hasse Ausweichbogen. Ich fände es nett, wenn wir hier wenigstens auf dreifach einstellen müssten könnten. Krepier. Krepier am Gift. Weißt du, du hast nicht wirklich gerade vor, mit uns zu fliegen, oder? Alle Mann auf den Schniedel! Scheiße, ich bräuchte wirklich Kraftangriffe. Man muss immer das dann nehmen, was negativ auch das wäre, was man vorher gegen ihn verwendet hat. Wow, der hat dir eine ordentliche Kelle verpasst. Ja, ich habe ja auch das Falsche genutzt. Ich glaube, Mario kann man dann nicht einschläfern. Zumindest nicht, wenn er wütend ist. So, Kraftangriff. Schwanzbetäubung. Ich wechsle mal die Waffe, weil meine einfach gar nichts hier gerade bringt, ne? Komm hervor. Destroyer. Destroyer? Hast du das Vieh wirklich so genannt? Yep. Wenn schon, dann muss es auch richtig sein. Bitte sag, das ist der Brachidios. Nein. Warum hast du denn der Gigante? Weil ich Glück hatte. Ja, ich hab den noch nicht. Leute, denn der Gigant ist so doof, ne? Man kann den zwar kriegen, also als Reittier, aber man muss den zufällig finden in einem Nest. Der flieht nicht. Man muss Glück haben. Du Penner, ey. Gönn mir doch auch rein. Das ist auch den seltenen. Beim letzten Mal hab ich geworfen, jetzt darfst du. Du musst tatsächlich in die seltenen Monster bauen dafür. Ja, ich war da ja drin. Der wollte nicht. Ich glaube, beim Fliegen müsstest du jetzt hier auf Geschwindigkeit gehen, weil er jetzt Kraftangriffe nutzen würde. Ja. Das so, ich perforiere mal deinen Bauch, ne? Viel Spaß beim nächsten Essen. Was? Du Pfeife! Ich zeig dir, wie das geht. Der wollte nicht runterkommen. Ich hab denen alles gegeben, was irgendwie Effekte geben kann. Okay, wir sollten dringend was zum Heilen nutzen. Der liegt gerade. Ich muss eine vitale Essenz auf jeden Fall nutzen. Komm, 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 auf das richtige Körperteil. Ja! Mach ihn kaputt. Oh, der ist tot. Oh. Vergiss alles, was ich gerade gesagt habe. Brauchst du doch keine vitale Essenz mehr. Ich war halt vollkommen drauf eingestellt. Vor allem, das fand ich so gemein, ne? Beim Nergigante. Ich bin kurz bevor er gestorben wäre, auch gestorben. Ich hab's gesehen, das war echt geil. Und dann musste ich mich nochmal hier eine Viertelstunde durch den durchkämpfen, weil er einfach so abnormal viel Leben hat. Velocidrom-Ei. Ein Pokai. Nee, warte, das war ein Tonot. Noch ein Abtonot. Warum krieg ich die Mülleier?
Das sieht zumindest nach einem Sandvariant aus. Den nehme ich. Ich hab das hier. Ich könnte noch suchen, aber... Warum hast du ein gutes Ei und ich nicht? Der hat doch das Glück gepachtet. Ich hab sogar Finder noch vorher mitgenommen. So, Destroyer geht auf 41 hoch. Juhu. Aber wenigstens habe ich den Hut mal auf 40 hoch trainiert. So, wir sehen uns bei der nächsten Quest, weil es sind noch zwei. Jetzt hat das sogar funktioniert über die Freundesliste. Ich brauchte den Code nicht mal mehr an. Ach so, es geht doch über die Freundesliste. Ach, dann weiß ich, wo der Fehler lag. Dann lag das daran, dass du nicht... Ich stelle mich normalerweise auf Offline, weil mich sonst meine Zuschauer nerven. So, Leute, nächste Quest. Wir haben einen Siregios vor uns. Ach, scheiße, der hat den Hund. Dieser Lümmel. Sind das denn schon Hiring-Viecher? Nein. Was ist das für ein roter Nebel hier? Ein roter Nebel. Die Viecher habe ich noch nie bekämpft. Einer. Komm. Hallo? Oh, Dracofuck-Käfer. Es hat geklappt. Ja, den Kampf gibt es, weil es den noch nie gab. Ich habe gehört, wir kloppen die. Große Dracofuck-Käfer. Ich hau mit dem Hammer drauf. Auf den Bogen. Beide direkt am Wechseln. Das Schöne ist, mein Hund hat auch von jedem Typus was. Also von Angriff, Geschwindigkeit und von Technik. Das heißt, er hat für alle Situationen was. Au. Stimmt, Aua. Die Hunde sind der Drachenschwach. Perfekt, ne? Und ich bin auch Drachenschwach. Aua, mein Hund. Das ist doch Tierquälerei. So, ich muss mal eben... Wechselst du zum Schwert oder soll ich? Ach, ich habe jetzt schon ausgewählt. Weißt du, die Drachen sind irgendwie wie bei Pokémon. Du brauchst nur eine Drachenwaffe, dann kannst du einen Drachen verprügeln. Keine Sorge, mein Hündchen. Wir rächen dich, wenn du jetzt stirbst. Zur Not, ich habe Herz 400 Mal, glaube ich. Kann dann einfach nach dem Kampf wieder auffüllen. Ein Käfer ist weg. Im Übrigen, auch wenn die Folge dadurch länger wird, ich versuche alle drei Bauer, die wir vor uns haben, in eine Folge zu packen. Und ja, ich habe den Hund auch Gebrüll gegeben. Ich dachte, er bellt dann die Gegner an. Tatsächlich jault der dann. Das siehst du ja gleich. So, zum Hammer wechseln, weil die gegen Hammer schwach sind. Objekte. Ich habe in einer Kiste mal Lebensstaub gefunden. Fand ich toll. Drachenspeer? Oh Gott. Kai, beschützt mich. Sollte eigentlich ausgereicht haben, um die beiden Käfer zu killen. Nee. Oh nein, hat er nicht. Hat der letzte gekillt. Hatte noch ein bisschen. Das war ein interessanter Angriff. Wir zeigen dem mal kurz, wie das richtig geht, lieber Käfer. Das hat mein Rubin ja fast nur gekitzelt. Mal, oh, hat der Angriff überhaupt stattgefunden? Was hat der gegen meinen Hund? Die ganze Zeit nur auf meinen Hund. Drachenkäfersaft. Drachentodbeere, die kann ich sogar gebrauchen. Wie oft ich immer lese, bitte mehr Kämpfe. Leute, ich schneide nichts rein, was man schon kennt. Habt ihr doch nichts von. Vor allen Dingen, wenn solche Billo-Viecher sind. Hey, ich gehe jetzt einfach direkt zum Nest. Der Siregios. Wir werden diesen Kampf sehr stark bluten. Los, mein Hundi. Danke. Dog Dive Bomb. Überfall sogar. Ja, ich bin hinten in ihn reingerannt. Ja, ich fake mir jetzt down. Oh, guck mal, mein Hund will ihn direkt ins Gesicht brüllen. So, ja. Vier Teile. Ich gehe auf den Flügel. Dann hau ich ihn mal auf den Kopf.
Den holen wir uns. Den dreckigen. Okay, den kann man nicht umwerfen. Zumindest nicht so. Der haut so oft zu und macht es so wenig Schaden. Okay, mein Hund will unbedingt Geschwindigkeit nutzen. Ich hau mal auf die Beine. Tschüss, Bauch. Er ist ein Techniker. Oh, ist okay. Wo der dann die mich angegriffen hat. Ich hätte doch den Schaden kassiert. So, wenn du willst, kannst du schon mal auf den Bogen wechseln. Ich mach den Hammer wieder. Aber da wir jetzt wissen, dass du ein Techniker bist, kommt Destroyer. So, Hammer. Ich hab den Riesenhammer ausgerüstet. Ich glaube nicht, dass der gegen Eis schwach war. Ich glaube, der hatte eine Donnerschwäche, zumindest in den Hauptspielen. Ich glaube Donner und dann Eis. Aber dann alle Mann, ja, Kraftangriff! Jetzt brauchen wir uns ja nicht abschwächen, da wir eh unterschiedliche Waffen nutzen. Holy Horn. Das heilige Horn. Bam. Okay, der Flügel hält nicht viel aus, den darfst du schon. Ich glaube, wir gehen als erstes auf den Bauch, bei dem wir Destroyer unbedingt gut haben. So, ich gehe mal auf Technik und hoffe aufs Beste. Komm. So, wir nutzen mal deine Donnerschwäche aus. Der ist doch perfekt dafür. Oder etwa nicht? Flügelchen. Schießen wir mal auf den Flügel. Ich gehe auf den Bauch. Das ist so schön, wenn man im Koop arbeitet. Ich muss nur die Hälfte machen vom Abbauen von dieser Liste. Ich weiß, es klingt faul. Okay, dann schieße ich jetzt mal auf den Bauch, bevor sie uns den Bauch kaputt geknöppelt haben. Der macht was Böses. Das ist der einzige Nachteil am Basarios. Der spielt über seine Gasangriffe und daraus kann man keine Kombo-Techniken bauen. Ja, deswegen versuche ich den ja auch Single-Target-Angriffe hauptsächlich beizubringen. Also der Hund, außerdem Gebrüll, hat er nur Single-Target. Der Basarios fliegt sowieso raus. Ich empfehle den Astralos. Zwei Feuerangreifer brauche ich nicht. Geh einfach mal mit auf den Angriff, ne? Oh, er ist ein Geschwindigkeitstyp. Technik wäre richtig gewesen. Autschen. Schieß ihm in den Kopf. Noxgift. Das war das heftige Gift. Oh, schon wieder. Na gut, hier macht Sinn, dass der Luftschauder bei mir ist, ne? Der Basarius, der fliegt ja nicht wirklich. Nee, der fliegt nicht gerne. Der macht Atemkämpfe gerne. Aber fliegen tut er nicht. Komm! Den Dulli hängst du doch locker ab! Ist der langsam? Und ab. Und zack! Weg mit dir! Schlimm ist, du kriegst nicht mehr den Elementbonus dafür, dass du den aus dem Himmel schlägst mit dem Showdown. Der ist immer noch wütend. Der kriegt jetzt einen Doppelschwung von mir. Ich schieße ihm auf die Flügel. Ich glaube, als nächstes sollten wir heilen. Brauchen wir nicht, wir machen gleich erst einen Combo-Riding-Angriff. Ich hab noch nicht ready. Da fehlt noch ein Millimeter. Was gerade mit deiner. Mit dem Doppelhammer, mit dem Doppelschwung, hast du deinen Ball abgebaut. Dann verstärke ich meinen jetzt einfach mal. Der hat mich ja sowieso im Target. So, ich mache einfach mal einen Parabellschuss, dann ist das auch abgearbeitet. Tausend Klingen. Hat unser Hund nicht dieselbe Technik? Yep. Das ist die Technik, mit der er normalerweise bluten lassen würde. Können wir reden, Seregios? Nein, können wir nicht.
Oh, der ist müde. Ich hab die richtige Waffe, um ihn zum Schlafen zu bringen. Ich laser ihn. Ich weiß nicht, welches Körperteil du anvisierst. Ach stimmt, der hat ja jetzt wieder Technik. Oh, beim dem Rubinbasar ist das ein bisschen anders. Bei dem normalen ist, glaube ich, kein solcher lila Nebel. Doch, auch. Der hat auch einen Nebel. Aber vielleicht nicht lila. Es lebt noch. Ist am Boden, jetzt kannst du ihn kalt machen. Können wir ihn kalt machen. Der hätte jetzt am Gift sterben müssen. Das wäre jetzt einfach genial. Das wäre der geilste Abgang gewesen, den wir machen können. Einfach am Gift kopieren. So, Ladungstackling. Oben Rasiermesser. Wen willst du rasieren? Den Serenios. Ich glaube, da geht eher deine Klinge kaputt. Wenn du den wirklich rasieren wollen würdest. Mein Finish. Aber einen Serenios habe ich noch nicht. Ich habe auch noch keinen. Meins! Ich weiß nicht, ob ich gerade einen Sandvariant eingesammelt habe oder einen Serenios. Ist das überhaupt ein Serenios-Ei? Kulu. Das ist ein Kulu. Muss überprüfen, ist das ein Serenios-Ei? Habe ich das schon? Okay, ich krieg einen Kakapzeros. Ich habe zwei Kulus und ein Kakapzeros-Ei bekommen. Das, was ich habe, könnte ein Serenios-Ei sein. Ich überprüfe gerade. Ich gehe auf Nummer sicher. So, und jetzt haben wir noch einen Bau vor uns. Und den werde ich wahrscheinlich so krass zusammenschneiden, dass ihr nur das Ende seht. Also bis gleich. Ein grüner Plesiot. So, wir müssen nach links, also muss hier doch der Weg weitergehen. Ja. Der Weg geht hier weiter. Hier ist noch ein Nest. Und schon drehe ich um. Hier schläft ein Tigi. Dann lassen wir ihn schlafen. Tigi-Ei. Wehe, der wacht jetzt auf. Das ist ein brachialer T-Rex, das weiß ich. Ich will nicht A drücken! Du musst aber. Ich bin einen Schritt gelaufen, ich stehe in seinem Kopf und habe diesen Kampf angefangen. Blaues Kampfweifern-Ei mit roten Strichen, das könnte... Ach, ich sag's dir nicht. Ich will dich ja nicht spoilern. So, welches Vieh erwartet uns hier? Ein Mizuzune! Dabei hat mir eigentlich gesagt, wir wollen ihm keine Bühne mehr geben. Hier ist noch ein Nest. Ey, komm, ich pausiere die Aufnahme. Ihr kriegt den Toten Mizuzune, Leute. Das können wir ihm noch nicht mehr antun. Noch ein Video, wo wir etwa dreschen. So, Leute, ich habe den Mizuzune verkloppt. Er ist tot. Ich habe es ihm mal erspart, dass er noch ein Video bekommt. Ich glaube, ich habe einen Sandbari auf Ei. Erholungsamulett. Warte mal, ich vergleiche einfach Lexika. Und nein, ich habe keinen Herzschaden kassiert. Das ist eine optische Illusion. Ja. Das ist doch ein Sandbariot, oder nicht? Ich glaube nicht. Der Sandbariot ist, hat mehr Orange drin. Blau mit Weiß, Reißzahnbestie. Alles nicht. Ich stehe dasselbe ein nochmal. Oh, ich durfte kein weiteres mitnehmen. Weißt du wieso? Ah ja, Karton wieder voll. Nein, Timer. Das ist, glaube ich, hier schwarzer Diablos. Das ist das Drecksei, was ich aus dem ersten Nest mitgenommen habe. Das habe ich aus dem anderen. Das ist ein Mizuzune, das brauchen wir nicht klären. Ich weiß aber nicht, ob das ein Serenios ist. Ich habe ein Serenios, ja. Ich habe ein Sandbariot. Schwarze Diablos. Und du, was warst du? Ah, das war ein weißer Monobloss. Okay. Schick, ich habe zwei neue Monster bekommen. Und hier, der schwarze Diablos, jetzt habt ihr ihn auch mal gesehen. Naja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Part. Wir sehen Kai nach Ende der Story wieder.
dann geht's nämlich an die Koop-Parts und er hat gesagt, das wird 10 Stunden dauern, das alles aufzunehmen. So Gefühl. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht so ist. Ach, du, weil sonst machen wir das, glaube ich, eher als Stream, als eine, als Video. Und das werde ich dann stark zusammenschneiden. Auf jeden Fall sage ich dann jetzt ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.